ja, ein neues Aggregat, eigentlich speziell für den deutschen Markt jetzt mal entwickelt. Das heißt, unser Nachfolger vom allseits bekannten E50T SA20, das haben wir jetzt hier, unser E für E-Aggregat, also mit Strom betrieben. 70 heißt es jetzt, also zwei Entwicklungsstufen weiter, und W für das neue Design, das W-Rahmendesign. Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich die Anforderungen vom Markt übernommen, das heißt, wir sind kleiner geworden und tiefer geworden, das heißt, wir sind kompakter geworden, haben gesagt, wir wollen schön werden, dass wir in die Fahrzeuge auch reinkommen. Platz ist immer ein sehr großes Thema. Wir haben einiges größeren Tank eingefüllt, wir haben jetzt 6,5 Liter Ölvolumen, die wir nutzen können, und damit können wir eigentlich alle Zylinder mehrfach betreiben, die wir auf dem Markt haben und die wir natürlich auch anbieten. Wir haben, ganz wichtig für mich, die ganzen Bedieneinheiten zentralisiert. Das heißt, das Gesuch um das Aggregat fällt weg. Ich gehe ran, kann hier bedienen, den Turbobetrieb einzustellen oder beide gleichzeitig. Habe hier meinen On-Off-Schalter, der beleuchtet natürlich ist. Und damit ist die Sucherei ums Aggregat weg. Wir können mit Twin-Schläuchen wie hier oder natürlich auch mit Koax-Schläuchen, das heißt mit Schläuchen, Schlauch- und Schlauchsystem bedienen. Und haben somit hier ein sehr schönes Aggregat, auch mit Auflage des Geräten. Also hier kann Schere und Spreizer aufgelegt werden. Alles im Paket drin, mit großen Tragerahmen, so wie es die Feuerwehr schon immer gewöhnt ist.